So, sorry, jetzt. Also ich bin Vertrieb für Aufzugsneuanlagen. Das heißt, der ganze Prozess, das kann losgehen von der ersten Planungsidee eines Gebäudes bis zur Übergabe eines fertigen Aufzuges, liegt in meiner Hand. Ich habe jemanden gekannt aus der Aufzugsbranche, wusste daher, dass es eine sehr spannende Branche ist und habe mich aus persönlichen Gründen dann eben für die Aufzugsbranche interessiert. Wusste auch, was ich will, was ich kann im Vertrieb, in einem industrienahen Vertrieb eben arbeiten. Und so kam ich zu Kone, weil diese Kombination Kone perfekt vereint hat. Nach einem Dreivierteljahr durfte ich schon den Job selbstständig anfangen, den ich eigentlich hätte 1,5 bis 2 Jahre nach meinem Beginn bei Kone hätte anfangen sollen. Das war für mich persönlich ein Wurf ins kalte Wasser, aber auch durch, muss ich sagen, Hilfe von Kollegen ein Erfolg. Also ich finde es toll, für und bei Kone zu arbeiten, weil man hier sehr selbst organisiert und eigenorganisiert seine Ziele realisieren kann. Ich habe Ziele für die Zukunft für mich, die ich auch bei und für Kone realisieren möchte. Voranzukommen, bei Kone eine Führungsposition zu übernehmen und im Management tätig zu werden. Mal weg von der Kone-Welt und schließen die und kommen zu meinem privaten Leben, weil mich im Leben natürlich auch noch mehr reizt als das Arbeitsleben, was sehr wichtig ist. Die größte sportliche Herausforderung in meinem Leben war nach 6 Jahren Leistungssport, Handball, halbprofessionell, wo ich auch mal bei einem Erst-Bundesligisten mit trainiert habe, relativ jung, war aber mein Einsatz für die Beachhandball-Nationalmannschaft für Deutschland, wo ich dann auch einige Länderspiele gemacht habe. Gleitschirmfliegen ist deshalb für mich was Tolles, auch zum Runterkommen, weil man mit dem ersten Step in die Luft, in dem man fliegt, für sich selber ist, in seiner Welt und alles andere dann auch mal unten sein lassen kann, um runterzukommen.